Können die Eisernen gegen Leverkusen eine Überraschung schaffen? Oder kann die Werkself die Leistung gegen den BVB bestätigen? Samstagnachmittag, die alte Försterei des Grüßen bei der Partie Union Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen. Beide kommen mit einem Sieg aus der Vorwoche in dieses Spiel. Die Eisernen gewannen nicht gerade verdient, aber sie gewannen mit 2:0 gegen Werder Bremen, mit Abstiegskandidat. Und auf der anderen Seite setzte sich Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund in einem sehr kräftigen Schlagabtausch durch. Die Eisernen mit Giki Witzetor, Hübner, Subotic und Friedrich in der Dreierkette, Bülter, Andrich, Gentner und Trimmel im Mittelfeld, auf der 10 Yunus Mali und ganz vorne Anderson und Anthony Uja. Bei Leverkusen, Radetzky im Tor, dann geht's weiter mit ebenfalls einer Dreierkette, Bender, Tar und der andere Bender, Sinkraven, Aranguiz, Demirbay zurück in der Stelle neben Bellarabi, ganz vorne Diaby, Volland und Kai Havertz. Die erste Szene gehörte den Gästen in Rot. Bülter mit dem Zuspiel für Yunus Mali. Und der denkt sich einfach mal, warum nicht? 1:0 für Union Berlin, für die Eisernen durch Yunus Mali. Gerade einmal 7 Minuten auf der Uhr. Und was für eine Bude. Von der Leihgabe aus Wolfsburg. Bülter mit dem Zuspiel für Yunus Mali. Und der zieht einfach mal ab aus der Distanz. Schön reingeschlänzt. Keine Chance für Radetzky. Nach Maß. Das 1:0 für Union Berlin. Die Werkself mit der Antwort. In der 20. Minute. Havertz mit dem Zuspiel für Demirbay. Der wird nicht wirklich attackiert. Steckt den Ball nochmal ein weiter für Volland. Und sein Abschluss, der landet im Netz. Ausgleich. 21. Minute. Der Abschluss war jetzt nicht gerade optimal, aber es reicht, um den Ball im Kasten unterzubringen und das Spiel wieder gleichzustellen. Die Eisernen sind viel zu passiv in dieser Szene. Keiner attackiert da wirklich den Demirbay. Und der spielt den Ball zu Kevin Volland. Der nimmt den auch direkt mit dem ersten Kontakt. Trifft ihn nicht optimal, aber es reicht. Ausgleich. Leverkusen machte kurz darauf weiter mit Kai Havertz über die rechte Seite. Der zieht Richtung Mitte, lässt da Bülter aussteigen. Der lässt ihn wieder aussteigen. Bellarabi mit der Hacke. Havertz mit dem Zuspiel für Aranguiz. Außenriss 2:1. Leverkusen dreht die Partie innerhalb von 8 Minuten. So schnell kann es dann doch gehen. Gnadenlos, eiskalt, extrem effektiv. Das kann man hier definitiv auf die Werkself schieben. Aber da ist auch keiner wirklich bei Aranguiz da. Niemand hatte ihn da auf der Rechnung. Defensiver Totalausfall bei den Eisernen. Und es ging weiter. 43. Minute, Demirbay. Die Werkself hatte Bock. Kevin Volland geht an Subotic vorbei. Nimmt Havertz mit, der spielt den Ball flach in die Mitte für Demirbay. 3:1. Und erhöhte für die Werkself. Letzte Woche noch gesperrt. Diese Woche zurück in der Startelf. Macht hier das 3:1 für die Werkself. Und da sieht Yunus Mali nicht gerade gut aus. Im Stellungsspiel gegen Kerim Demirbay. 3:1. Wieder effektiv die Werkself. Demirbay in der zweiten Hälfte mit dem Pass auf Aranguiz Pfosten. Glück für die Eisernen, dass es hier nicht viel einsteht. Dann einmal eine Standardsituation für Union. Kommt von der linken Seite rein, Friedrich per Kopf. Aber der ging dann doch deutlich über den Kasten von Radetzky. Dann kommen wir zum Schlusspunkt. 87. Minute, Kai Havertz nimmt nochmal Alario mit, der eingewechselt wurde. Der spielt den Ball wieder zurück für Havertz. Und der macht das Ding dann komplett. 4:1 für die Werkself, für Leverkusen. Die setzen ihren Lauf weiter fort. Bestätigen die Leistung gegen die Eisernen aus der Vorwoche gegen Borussia Dortmund. Und auch hier sieht das alles andere als ideal aus. Kai Havertz kann da einfach mal alleine in den Strafraum einlaufen.
Und Giekiewicz ist da machtlos. 4-1. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Bayern 0 für Leverkusen gewinnt auswärts an der alten Försterei mit 4-1 nach 1-0 Rückstand. Extrem effektiv die Werkself heute unterwegs. Hätte auch ein wenig höher ausgehen können. Am Ende wird sich wahrscheinlich Union Berlin von diesem Spiel wieder aufraffen können. Denn es gibt definitiv noch den einen oder anderen, den man auch unten schlagen kann und muss. Für den Klassenerhalt. Für Leverkusen geht es weiter Richtung Champions League nach oben.